eine Serviceeinrichtung für 98 Kirchengemeinden, drei Kirchenbezirke, und zwar Kirchenbezirk Neckargemünd-Eberbach, südliche Kurpfalz und Kraichgau. Dann haben wir aber noch weitere angeschlossene Rechtsträger, das sind zum Teil Sozialstationen oder auch Vereine, für die wir Finanzbuchhaltung machen, beziehungsweise für die wir die Personalverwaltung. Das sind also Meldewesen in Richtung zentrale Gehaltsabrechnungsstelle, Richtung Oberkirchenrat, aber auch diese ganzen rechtlichen Bewertungen von Personalfällen, das läuft alles bei uns durch. Und wir sind auch wir leisten nur Hilfestellung bei Bauvorhaben, weil ja alle Bauvorhaben auch bei uns abgewickelt werden, finanzbuchhalterisch. Wir möchten ökologisches Handeln nach außen tragen und versuchen, als Vorbild für andere zu dienen. Im Dialog mit den uns angeschlossenen Einrichtungen, mit unseren Kunden und mit unseren Auftragnehmern versuchen wir, umweltgerechtes, schöpfungsbewahrendes Handeln umzusetzen. Viele Kirchengemeinden stehen selbst im Grüngurkelprozess. Mit diesen Gemeinden pflegen wir einen Austausch. Wir sehen uns selbst als Lernende und Unterstützende. Wir geben unsere Erfahrungen an angeschlossene Rechtsträger, andere Verwaltungs- und Serviceämter und weitere Interessierte weiter. Also das ist so die Kernaussage dabei. Wir sehen uns als Multiplikatoren, als Serviceeinrichtung, die die Probleme, die die Kirchengemeinden vor Ort haben, sehr ernst nehmen, die Probleme sehen und die möglichst ein ähnliches Instrument wie diese Kirchengemeinden anwenden, damit wir auch hier sehen können, wo gibt es Probleme. Also vor allem im grünen Gurgel ist ein Hauptpunkt saubere Ablauf. Organisation. Das haben viele Kirchengemeinden, stoßen dann die gleichen Grenzen wie wir.